Wir haben heute die Möglichkeit, ein bisschen mehr zu erfahren über eine Besonderheit in Österreich. Also der einzige Bio-Gärtner, der praktisch sich beschäftigt vormals mit der Aufzucht von Zitrusfrüchten. Ja? Und wir haben heute die Gelegenheit, eben ein bisschen über den Garten, über das Programm, auch über die Veredelung der Zitrusfrüchte zu erfahren. Und vielleicht können wir ein bisschen einen Bogen spannen. Wie hat das alles begonnen eigentlich? Oder kann man da vielleicht so einen Punkt machen? Oder war das ein fließender Übergang, dass man sie... Weiß überhaupt nicht. Ich bin normal gelernter Gärtner, wie Gott sei Dank viele in Österreich. Normalen gemischten Betrieb gehabt. Wohne allerdings an der Nähe von Italien, also wohne 10 Kilometer vor der Grenze. Und bei mir war es als kleines Kind schon immer ein Ausflugsziel mit den Eltern, dass man nach Italien gefahren ist, angefangen von Udine, dann immer weiter runter. Und dann irgendwann ist mir das halt aufgefallen, dass Zitrone nicht gleich Zitrone ist. Aber ich bin genauso so aufgewachsen wie jeder andere. Es gibt Zitronen, Orangen, Mandarinen, was man halt so kennt aus dem Geschäft. Und je südlicher ich gekommen bin, habe ich gesehen, dass die Zitronen, die Formen nämlich ganz anders ausschauen. Die riesengroß, auch die Farbschattierungen von hellgelb, dunkelgelb, orange und einfach die Größen und dann schlussendlich irgendwann auch die Geschmäcker. Man isst ja nicht intensiv eine Zitrone wie ein Apfel, sondern man mengt sie irgendwo bei einem Getränk zum Beispiel. Und dann wächst es so langsam. Gibt es da eigentlich auch so ein bisschen eine Skala, wo man sagt, weil wir haben vorher gesprochen, dass es auch so ein bisschen säureres, also mehr mit mehr Säure-Sorten gibt und welche, die vielleicht nicht so, die vielleicht leichter bekömmlich sind? Das gibt es wirklich, wobei. Man muss sich vorstellen, gerade die Speisezitrone, die, so wie wir sie kaufen in unseren Geschäften, ist ja das eine anonyme Zitrone, sage ich dazu, die hat keinen Namen. Die Orangen haben ja schon ihren Sortennamen dabei, Zitronen sind anonym. Es gibt momentan rund 600 Sorten von denen. Davon sind 400 circa in gelber Farbe, 200 orange. Und da sind die Säureaufbauten wirklich ganz verschieden. Wobei es nur ein, also gerade wenn man es in Europa gemacht worden sein, spielt da folgende Geschichte eine Rolle. Man muss sich vorstellen, wenn die Zitrone wächst, die Blüte, dann wächst die Frucht. Das Ganze dauert im Idealfall bei uns 6-7 Monate. Je südlicher, desto schneller. Aber dann passiert Folgendes. Die Zitrone hat eine Eigenheit, das können andere Früchte nicht machen. Wenn bei uns ein Apfel fertig ist, oder Marille im Speziellen, habe ich quasi eine Erntenot, muss das ernten und verarbeiten, sonst fällt mir die Frucht. Bei den Zitronen ist das anders. Wenn das fertig ist, man kann das auch feststellen, also erst sind die Früchte sehr hart im grünen Zustand, dann werden sie gelb und irgendwann, ich nenne das einfach, wenn man so eine Zitrone nimmt, und man kann die so weich drücken. Ich nenne das einfach drückweich, damit kann ich davon ausgehen, dass die zu 100% aufgebaut ist. Also mehr Möglichkeiten gibt es nicht, das hängt ja natürlich von, wie die Wetterlage war, von dem hängt es ab. Und dann passiert nur bei der Zitrone Folgendes. Die haltet man als Frucht bis zu 3 Monate auf dem Baum. Und jetzt bei mir, also bei mir im Kärnten, das ist ja nicht der Sizilien etc., sondern da dauert das relativ lang, aber mit jedem Tag, und das ist halt bei uns nur im Sommer, gegenüber im Süden, das ist das ganze Jahr, mit jedem Tag baut die Säure ab. Und wenn ich jetzt einen idealen Sommer habe, so wie letztes Jahr waren das die meisten Sonnentage, wissen wir mittlerweile von der Statistik, da habe ich wieder Sorten dabei gehabt, die können die Säure total abbauen und die kann die Frucht essen wie ein Apfel. Aber klar, so. Und das ist wirklich eine Sensation. Und so kennt man es leider nicht. Ich besitze in meiner Sammlung zurzeit an die 240 verschiedene Sorten, also nicht nur Speisezitronen, sondern auch Zitronen, Limetten etc. Da gibt es ja überall die Sorten dazu. An die Pflanzen werden sein, es schwankt immer zwischen 2.000 und 3.000 Pflanzen. Und von den Größen, natürlich muss ich verkaufen, auch, ich muss leben von was, also was man so gerne im Haushalt auf der Terrasse hat, von 60 cm Pflanzen bis 4 Meter Pflanzen. Also aber natürlich ist es ein Großteil eine Sammlung zum Ansehen und dementsprechend kommen auch viele Besuchergruppen, eigentlich aus ganz Österreich, mittlerweile haben wir das sehr gut für Deutschland, auch die ganzen Nachbarländer, Slowenien etc. aufgebaut, die kommen, die wollen das natürlich sehen, weil auch im tiefsten Süden gibt es nicht diese Sortenvielfalt. Und das, da unterscheide ich mich wieder zu einem, natürlich ist das schön, das kennen ja viele, wenn man Amalfiküste ist und man sieht die ausgepflanzten Bäume oder eine Plantage,
aber das ist halt was anderes. Das hat auch seinen Reiz. Ja. Bei mir sind es halt die vielen Sorten in den verschiedenen Größen, in den Variationen natürlich leider, oder der Großteil im Topf, mittlerweile pflanzen wir ja viel aus. Wir haben in den Gewächshäusern ausgepflanzt, weil das einfach der bessere Fruchtertrag ist. Aber einfach ist nicht, weil die Tatsache ist, die Pflanzen haben einen sehr hohen Wert. Und bis man so ein Sortiment, ich mache das jetzt gut 20 Jahre, bis man das zusammenkriegt, da leidet schon alles drunter. Es ist einfach sehr, sehr teuer. Und um das Ganze zu finanzieren, ist natürlich zum einen der Verkauf. Mittlerweile unterrichte ich ja sogar auf verschiedenen Schulen, bei Volkshochschulen, bei Lehrgängen etc. Viele Besucher, gar keine Frage. Und auch das Ganze kann man sogar mieten. Im Sommer, also es gibt immer sehr, sehr schöne private Feste. Und habe auch keine Angst damit, weil meine ganzen Gäste verhalten sich wirklich alle sehr respektvoll, weil denkt man immer, wenn der was runterreißt oder so. Aber das funktioniert ganz gut. Das heißt, bei Ihnen könnte man auch heiraten oder eine saure Hochzeit. Das machen wir mal, das machen wir auch schon. Wir haben nur noch ein geringes Problem mit dem Standesamt von unserer Gemeinde, aber das wird sich demnächst lösen. Aber im Grunde genommen wollen die Leute bei uns heiraten, weil sie das Ambiente, wir haben sie natürlich bestuhlt, wir haben sehr großzügig bestuhlt und wirklich ein italienisches Flair aufgebaut. Also ich sage immer, von der Toskana bis Palermo haben wir alles auf kleinsten Raum gemacht. Sehr schön. Nein, ich denke mir auch von der Szenerie dort am Fackersee liegt ja das Ganze, ne? Oder in der Nähe sozusagen. Und das ist ja traumhaft, ne? Wenn man da jetzt mit einer Gesellschaft, sage ich mal, dort hinreist oder auch anreist, ne? Und dann wirklich das so in dem Ausmaß zelebrieren kann, weil das ist ja eigentlich, man kennt ja immer nur diese höfischen Orangerien und so weiter, ne? Und verbindet auch vielleicht mit diesen Sammlungen auch so ein bisschen den Charme. Aber ich glaube, was ich so auch gesehen habe bis jetzt, ja, auch auf der tollen Webseite, ja, kommt ja das dem Ganzen schon sehr nahe. Ne? Also historisch hat man da ja, glaube ich, auch sogar was gut gemacht. Ne? Weil ich glaube, es sind ja schon mehr Sorten in Ihrem Besitz als sonst irgendwo in Österreich, oder? In Österreich traue ich mir zu sagen, also ich kann es jetzt nicht offiziell bestätigen, aber ich weiß es, dass wir die größte Sammlung haben. Schönbrunn hat eine sehr, sehr schöne Sammlung, aber nicht in der Sortenvielfalt. Die haben ältere Bäume als ich. Ja. Das ist Gott sei Dank immer staatlich gefördert worden, das ist gut so. Das ist dadurch auch leistbar. Aber es ist gut so, dass das gemacht worden ist. Das ist ein sehr, sehr schöner Bestand. Aber von der Sortenvielfalt gibt es genau noch eine zweite Sammlung. Das ist eben vom ursprünglichen Sammler. Warum es heute so viele Zitronensorten gibt, das war die Familie der Medicis. Und die liegt im Raum Florenz. Das sind verschiedene Schlösser, wo die alten Bestände, die übrig gebliebenen, noch gepflegt und gehegt werden. Wo ich mittlerweile schon die Ehre habe, auch die zu besuchen, gehen zu dürfen, pflegen zu dürfen und auch ab und zu einmal ein Vermehrungsmaterial zu holen. Aber da habe ich unten einen Mentor und der hat mich eigentlich so gefördert. Und diese Familie, kann ich auch aussprechen, die Familie Tintori und mein Unternehmen haben eigentlich die Sortenbestände, was es in Europa gibt. Na, sehr schön. Also ich denke mal, es ist ja auch so, ich glaube, jetzt hat auch jeder schon ein bisschen Lust bekommen auf einen guten Eistee oder, ja, machen wir mal einen Schluck. Und jetzt fragen sich die meisten, wo kann ich so ein herrliches Getränk, das ja wirklich direkt aus Österreich kommt, auch bekommen? Wie kann man sich da, wie kann man das verstehen? Oder ist das gerade im Aufbau, die Logistik? Oder? Dieses Produkt, auf das bin ich ja wirklich sehr stolz. Das ist auch der Grund, warum ich heute gerade in diesem tollen Restaurant bin. Bio-Zitroneneis, der von unseren eigenen Früchten vom Betrieb. Und wir haben den schon Jahre gehabt jetzt, aber eben nicht haltbar. Wir haben das immer frisch für unsere Gäste gemacht. Und die Nachfrage war eben so groß, dass wir uns bemüht haben, den im gleich guten Geschmack haltbar zu machen. Und das ist jetzt gelungen und das ist wirklich mein momentanes Steckenpferd, weil so schön das auch ist, die Bäume, ich bin ja der Geizigste, ich schneide mir für mich nie eine Zitrone runter. Also bei mir, wo jeder, was zu mir im Betrieb kommt, sieht, dass sogar faule Zitronen am Baum sind, weil ich sie nicht runter gebe. Ich beobachte es von der Blüte bis runterfällt. Und auf der einen Seite gehört natürlich diese wertvollen Früchte verarbeitet. Gut verarbeitet und ich denke, das ist jetzt ganz gut gelungen. Und jetzt probiere ich halt diese Marktschiene, dieses Produkt
an, in guten Betrieben, also die, was das wirklich schätzen, dieses Bioprodukt, das ist auch wirklich der einzige eingetragene Bio-Zitronen-Eis bei der Bio Austria Österreich. Es gibt kein zweites Produkt. Dementsprechend wirklich, man kann sagen, nahrhaft, vitaminhältig, und das ist richtig gelungen. Das gibt was her. Nein, ich kann das bestätigen. Es ist wirklich ein Genuss. Ja. Und es ist halt so, also ich denke mir auch, gerade jetzt in Wien auch, ja, ich denke mir, dass recht viele auch bereit wären, eben so ein Produkt zu unterstützen auch, dass man wirklich sagt, das bekommt man auch irgendwo, dass man eben das irgendwie auf, ein bisschen auf eine breitere Basis auch, damit man das vielleicht alternativ auch zu Säften kaufen kann, die vielleicht einen weiteren Weg haben. Ja? Und es ist auch immer der Footprint, ne? Also der umweltbewusste Fußabdruck, den wir auf unserer Erde hinterlassen, ein Thema. Und das wäre natürlich gelungen, wenn man da jetzt auch irgendwie diesen Absatz ein bisschen in Schwung bekommt und dass man das dann irgendwo vielleicht bald auch kaufen kann, auch in einem Abhofladen oder dergleichen. Und ich glaube, das wäre auch wirklich eine schöne Sache. Ich denke mal, jetzt sind wir gerade beim Grünauer in Wien, im 7. Bezirk, ja, und da bekommt man schon den... Seit heute auf der Karte. Ja, also ganz frisch, ja, und ganz aktuell. Ja. Ich kenne das, ich meine, ich beobachte natürlich die Szene, für mich ist, ich bin momentan so ein wirklich hundertprozentiger Bio-Landwirt, die Gärtner kennen jetzt alle Landwirte, ja. Wo mein Produkt hingehört, weiß ich nicht, weil es gibt Weinbauern, es gibt Kuhbauern, aber es gibt keinen Zitronenbauern, ist mir egal, ich bin der Einzige, nur ich bin Landwirt mit Leib und Seele und je mehr ich mich da eine entwickle in so einer Produktentwicklung wie dieser gelungene Zitroneneiste, dann macht man das Spaß. Und ich weiß, gerade im Wiener Raum, Niederösterreicher Raum, da gibt es sehr, sehr viele innovative Betriebe mit anderen Produkten, genauso wie ich. Und auch Vermarktungsstellen. Also ich denke, wir werden da bald einen Boden finden und hoffe, dass das dann auch für den Wiener Raum regelmäßig geben wird. Jetzt hätte mich noch interessiert, und zwar diese spezielle Sorte, ne? die sieht ja nicht sehr alltäglich aus. Ja? Was kann man dazu sagen? Also wie ist die entstanden oder ist das vielleicht sogar die Urform? Die ist wirklich nicht in jedem Geschäft zu bekommen. Das ist wirklich ganz was Seltenes. So sollen Zitronen entstanden sein. Das soll die allererste gewesen sein. Man schreibt nieder, so vor ca. 4.500 Jahren ist die im Himalaya-Gebiet, natürlich nicht am Berg, sondern bei den Ausläufern Richtung Indien. Dort gibt es auch jetzt sehr große Plantagen, wo diese Früchte, wo diese Bäume gepflanzt sind, wo diese wachsen. Das soll die allererste sein. Man muss ja bei Zitrus... Viele sagen alle immer nur Zitronen. Das ist halt eine botanische Logistik, eine Systematik. Man nennt es jetzt rein botanisch Familie der Zitrusgewächse. Und da gibt es Gattungen. Gattungen, wo eben zum einen die Speisezitrone dazugehört, eine Orange, eine Mandarine, eine Bitterorange, eine Grapefruit, eine Limette, Zitratzitronen, wo diese Gruppe ist. Bergamotten, eher unbekannt. Und zu diesen Gattungen gibt es sonst wahnsinnig viele Sorten. Momentan spricht man dann insgesamt von den 1600 Sorten von diesen allen Gattungen. Und das ist eine große Bandbreite. Und ich finde es eben, wie ich früher schon erwähnt habe, eben schade, dass allein von den Zitronen, wo es an die 600 Sorten gibt, bei uns, die alle im Geschäft anonym angeboten werden. Und das ist natürlich auch immer tragisch. Die Entscheidung, nehme ich Bio-Qualität oder nehme ich konventionelles Obst. Tatsache ist, konventionelles Obst hat immer die erste Pflanzenschutzrückstände auf der Schale, hat den Dünger in sich, der bringt uns nicht um, ist gar keine Frage, aber der Pflanzenschutz ist schon eher bedenklich, weil es ja immer Kontaktgifte sind und jeder weiß, es ist wurscht, welche Zitrusfrucht ich verwende. In dem Moment, wo sie angreift, spritzt die ihre Öle aus. Und in dem Moment bringe ich mir das alles selbst auf die Haut, mache mir eine Küche voll, mit alles best gesunden Sachen und das ist halt nicht das Ding, nicht mein Ding, weil gerade Zitronen gehören in die Fruchtsäfte, werden gepresst und das, man sprüht immer alles an und deswegen gerade bei so einer Frucht eben wichtig, das in Bio-Qualität zu nehmen. Aber eben die Bandbreite, wie gesagt, und die Sortenvielfalt, also dass der Handel schon aufgefordert, sich einmal da weiterzuentwickeln, weil gerade in Europa gibt es erstens alle Gattungen und irrsinnig viele Sorten. Und für mich als Kenner sage ich,
so ziemlich die langweiligsten Sorten gibt es momentan im Geschäft. Und das ist eher ein Trauerspiel. Man sieht es auch leider auch immer bei den Äpfeln, wenn ich denke, ich sage immer, Österreich ist eigentlich, kann man sagen, ist ein Apfelland. Und bei den Äpfeln muss man sich vorstellen, gibt es viel mehr Sorten als bei den Zitronen, weit über 2000. Und wenn man in ein Geschäft geht, was gibt es? Meistens 3-4 Sorten. Und die heißen dann so wie die Firma selber. Und genauso verhält sich es bei dem. Also Kunden, Genießer und der Handel an sich ist natürlich aufgefordert, einfach mehr schauen, was gibt es und den Kunden mehr zu präsentieren, weil gerade bei den vielen Geschmäckern, das macht es aus. Also ich bin jetzt nur gerade ins Grübeln gekommen und habe mir gedacht, eigentlich, wenn ich jetzt ein Barbesitzer wäre und ich mache herrliche Caipirinhas oder Mojitos, ja, welche Sorte müsste ich da bei Ihnen bestellen? Also für den Limetten, man muss sich das so vorstellen, man kennt es von anderen oder speziell bei Pflanzen, dass die letzte Speziensname meistens so ist, aus dem Gebiet, wo sie herkommt. Was viele bei uns kennen, ist zum Beispiel eine Amalfi-Zitrone, das ist ganz eine große, die hat fast 15 cm Riesenstück, also auch eine normale Zitrone, heißt eben meistens, wo sie herkommen. Und auch für die Limetten, das Hauptanbaugebiet ist ja Mittelamerika, aber auch in Europa gibt es sehr gute Limetten. Da ist eine eigene Sorte gezüchtet worden, die heißt La Valletta. Die sieht man jetzt, da ist sie zum Beispiel gerade oben. Und auch einen kleinen Hinweis, weil sie nicht grün ist. Limetten werden in Europa alle gelb. Das hängt mit den Temperaturschwankungen zusammen. Aber das ist eine geschmackige Limette. Da brauchst du nicht einmal einen Cocktail dazu. Das ist wirklich spannend. Und das macht ein Getränk ganz anders. Nein, ich denke mal auch die Frische, auch dieses, sage ich mal, Lebensbejahende, was ja auch von dem herrlichen Gelb ausgeht und von den verschiedenen Farbtönen, jetzt von der Gelbpalette bis ins Orange, wie gesagt, ne, ist es ja auch so, dass man sagt, man spannt ein bisschen auch einen Bogen übers Jahr mit der Aufzucht, auch mit den Festivitäten, auch in der Gärtnerei. Ja, und man hat ja da auch wirklich die Möglichkeit, dass man ein bisschen auch in diese Frucht hineinhört. Ja, also man schaut, die Wirkung muss ja ganz toll sein nach außen, weil jeder fühlt sich durch dieses Medium Zitrone ein bisschen angezogen. Es ist irgendwie was Frisches, was Südliches, was Mediterranes, ein bisschen eine Urlaubsfrucht, kann man sagen, ne? Ja, witzigerweise, ich habe es ja vorher auch nicht so festgestellt, nicht so geahnt, aber Tatsache ist, Früchte im großen Sinne spricht jeden an und Zitronen schon sehr stark. Und wenn ich meine Statistik, bei meinen Besuchern zu Hause, ist der Hauptinteressent Mann über 45. Das ist der Zitronenexperte und ich habe das gar nicht gewusst, wie viel's private Zitronenbaumbesitzer gibt mit privaten Sammlungen. Also mein größten, was mir bekannt ist, der hat auch 75 Sorten in einem privaten Bereich. Die interessiert das. Also da gibt es sehr, sehr viele, wie anonyme Markensammler. Das ist ganz witzig. Na herrlich, also wirklich ein Metier, das es eben auch in gewisser Weise ein bisschen zu erobern gab, auch erst in Österreich. Und eben jetzt mit Biozertifizierung, also mit einem Wort, also alles, was man eigentlich auch dem Kunden Gutes weitergeben möchte. Ne? Jetzt ist es ja auch so, dass praktisch gerade jetzt in diesem Winterloch oder wenn es wenig Licht gibt oder eben wenn sehr nass kaltes Wetter ist, da ist ja auch immer diese Situation, naja, da kann man sich das dann nicht mehr so gut vorstellen, ja, dass das wirklich funktioniert. Das heißt, es wird im Glashaus angebaut, gibt es da Helferlein, wie zum Beispiel integrierte Produktion oder ist das also so mit Marienkäfer oder die ein bisschen helfen oder wird das hauptsächlich in Töpfen oder ist das, wie wird das gezogen sozusagen, am Spalier oder? Na jetzt, man muss es, da gibt es viele Bereiche. Ja. Sie stehen einmal alle jetzt im Gewächshaus und die macht das zum Beispiel, man kann verschiedene Kulturmethoden wählen. Man kann das ganz warm wählen, so 22, 25 Grad, dann würden die auch durchgehend weiter fruchten. Das mache ich nicht, weil es einfach nicht sinnvoll ist, sage ich mal, das so heiß zu machen. Man kann das sehr wohl, so wie ich, in die Gewächshäuser mit 3,5 Grad machen. Da funktioniert oder da passiert einfach nichts. Da steht die Pflanze wie in einem Trance-Zustand, in einem Tiefschlaf. Und da gibt es auch keine Schädlinge, da gibt es gar nichts. Da gibt es auch keine Arbeit für mich, da brauche ich nicht gießen. Die stehen da und mit zunehmender Sonne, so wie es jetzt im Februar beginnt und der Sonnenschein ist, dann sieht man schon mal die Blätterblau anfangen zum Wachsen und dann ist wieder Aktivität.
Das ist also Aktivität bei den Pflanzen, heißt auch Aktivität bei Tieren, die sind natürlich da in einem Biobetrieb, die gehören dazu. Viele kriegen immer die Krise, wenn er alles um ist. Das macht dann auch Pflanzen, ist das aber sowas von wurscht. Das interessiert das gar nicht. Wenn das Ganze richtig bewirtschaftet wird, ich sage immer, der beste Platz für einen Topfbesitzer in seinem Haus, der beste Platz ist ein Schlafzimmer. Schlafzimmer habe ich relativ kühl. Das Wichtigste, tue ich jeden Tag lüften. Und das ist es um und auf, und dann habe ich ganz ein einfaches Handling mit der Pflanze, und da gibt es auch keine Tiere, weil an Luftzug wollen keine Insekten. Ja, sehr schön. Also ich sage mal, das ganze Medium, auch Zitrone und Zitrusfrucht, ist halt wirklich etwas auch ein bisschen für Spezialisten, für Liebhaber vor allem. Ja? Und auch so, wie es praktisch jetzt auch verarbeitet wird, auch für Genießer. Ja? Also kann man eine Einladung aussprechen, vielleicht auch in die Gärtnerei? Wann geht's los? Wann ist der erste Tag der offenen Tür? Oder? Wir sind in Kärnten ja immer ein bisschen hinten nach, also in Wien. Also ich fange jetzt auch schon mit den ersten Messen, wo ich die erste Ausstellung mache, zum Beispiel Ende Februar in der Arena Nober. Tritt ich auf. Heuer habe ich auch sogar zwei wunderschöne Blumenbetriebe in Wien, wo ich Zitronenausstellungen mache. Bei mir selber, also in Kärnten, ist es wirklich am schönsten. Man kann so sagen, so ab Mitte Mai, wo der Garten komplett ausgeräumt ist, wo man sich wirklich im toskanischen Garten bewegen kann. Das ist einfach schöner als im Gewächshaus. Diese Zeit bis Ende September, das ist die allerschönste Zeit, weil dann sieht man jeden Baum dementsprechend frei präsentiert. Weil so eine Bäume muss man rundum besichtigen, nicht nur von einer Seite, wie ein Bild. Genau. Und wo bekommt man da die näheren Informationen? Auch glaube ich, im Internet gibt es eine schöne Seite auch dazu? Ich versuche natürlich, oder das ist mein Medium für noch in die Außenwelt in Österreich. Wir sind da immer sehr, sehr aktuell. Da sind immer, wir haben viele Veranstaltungen von Verkostungen, Kochworkshops haben wir ja. Über Schnitte, Pflegeanleitungen, das ist immer ganz sehr aktuell im Internet, auf unserer Homepage unter citrusgarten.com und dann in aller Aktualität, was so passiert, wo ich gerade einmal in der Nähe bin auf einer Ausstellung oder eben was bei uns zu Hause im Betrieb passiert. Sehr schön, also dann herzlichen Dank noch einmal und dann lassen wir es uns jetzt schmecken. Ne? Ich sage danke, zum Wohle. Ja.